Hallo miteinander und willkommen zurück zu Fantasy General 2 mit unserer Onslaught-Kampagne. Ja, wir müssen spielen, wir kämpfen. Haben schon wieder echt ärgerlicherweise in den Kernarmeen verloren. Ach ja, es ist echt so, schon Tarkov-mäßig hier gerade. Dieses wie geworden, so zerronnen. So. Wie gleich weiter habt ihr? 3. Da sollte keiner sterben. Gut. Nehmen wir mal die Jungs hier heilen, die Adler. Ja, und dafür sammeln wir uns gleich mal so langsam. Ihr plündert mal das hier. Ihr heilt euch. Geh mal da oben weiter mit den Jungs. So, das nächste Level hier. Ja. Schon auf Sternchen. Gerade ist aber wieder vollständig. Das heißt, wir erkunden mal wieder. Diesmal ein bisschen gefährlicher, weil wir nicht den Rückzug haben. Okay, wir haben aber noch viel Zeit. Natürlich hätten wir es viel. Also, wenn ich so überlege, ne, wir hätten es eigentlich auch viel langsamer angehen lassen können. Das wäre dann einfacher gewesen, entsprechend. Was wir auch machen können, ist jetzt hier auch nochmal eine Spinne, weil was irgendwie ironisch ist. Aber gut, Spinnen sind gegen Spinnen ja genauso effektiv. Ah, ja, ich bin blöd. Ne? Hier, da geht's, oder? Nein. Links geht's nie. Es geht immer mit rechts weg. Ja. Schick mal die Zentauren hier rein. Die scouten ein wenig. Ihr heilt euch jetzt. Euch heilen wir auch mal. Die Zeit gönnen wir uns jetzt mal tatsächlich. Ich denke, da können wir erstmal noch weiterlaufen. Auch hier. Ich sag ja echt ein Königreich von Reittier für den Helden. So, jetzt könnte er sich auch theoretisch wieder zurückziehen. Also, das ist die nächste Siedlung. Also, ich denke, dass die Boss-Spinne hier ist. Sie könnte ich auch hier oben sein. Wir gehen mal in die Schadensreduktion hier rein. Okay, gut. Soweit, so gut. Das ist nochmal ein Rüstungsstein, den wir uns holen sollten. Der Rest von uns kann sich dann jetzt so mehr oder weniger, wie gesagt, hier vorne dann in Stellung bringen. So. Zwei Rüstungen, ja. Wir haben viel Zeug. Wir bräuchten halt nur mal Kerneinheiten, die wir upgraden können. So, Turm sagt, ist alles clear hier. So, da könnte jetzt auch noch hier. Ja. Schau mal hier rüber. Die Spinnen haben sich hier echt ausgetobt. Okay, hier scheint was Größeres. Ach, guck mal, das ist, glaube ich, ein ganzer. Ja, ja, wahrscheinlich ist das hier ein ganzer Compound hier. Den wir erobern müssen. Oh. Ja. Okay. Tatsächlich können wir uns sogar gleich noch mehr Spinnen bestimmen. Wir haben ja die ganzen Mana-Steine. Das heißt, da können wir echt voll auf unsere herbeigezauberten Einheiten setzen. So. Da ist ein Lager. Vielleicht können wir die Einheit wieder gut machen, die wir verloren haben. Söldner. Guck das hier mal an. Ah ja. Hügelgrab, beziehungsweise eine Höhle. Ein paar Geister. Das Einzige, was ehrlich ist, dass man die nicht reparieren kann, die Einheiten hier. Wir schieben mal hier zusammen runter. Nicht, dass die hier noch einen Ausdruck wagen oder sowas, die Spinnen. Autsch. Auch erstmal wegreiten können. So, aber wir sind ja gleich da, alle hier. So. Das ist ein gutes Mana-Einkommen hier. Konntet ihr erobern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr konntet auch erobern. Gut. So, darüber.
da jetzt, da warten wir jetzt erstmal. Also hier werden wir auch gemeinsam vorgehen. Zack, und es sind... Oh wow, Zentauren. Ah. Okay, das heißt, Zentauren-Bogenschützen oder Zentauren-Krieger. Aber ich würde ja echt dazu tendieren. Genau, mehr Bogenschützen, ne? Pfadsucher, Befindungsreichweite, Geschossschanzreduktion, Beretten. Warte mal, die haben nicht mal ein Unterstützungsfeuer. Warte mal, war das eine extra Eigenschaft? Eigentlich schon, oder? Offensivsalve, genau. Hm. Und was haben die Jungs hier? Die haben einen Sturmangriff. Wir sind schnell. Nee, wir müssen das... müssen die Jungs hier so mitnehmen. Wir haben auch Waffen, haben auch en masse. Deswegen wird das schon passen. So, weniger Wahrscheinlichkeit zu sterben ist dann immer gut entsprechend. Hat zwar den anderen auch nicht viel geholfen. Aber gut. Ich meine, immerhin ist es eine andere Einheit als eine normale Einheit. Schätze ich. Weil ich sehr gerne einfach mal so einen Imperial nochmal hätte, dass wir nochmal so einen krassen Bogenschützen hier uns dran züchten könnten. Das wäre echt... Das wäre echt Porno, sag ich mal. Wir beschießen die mal hier. Ich kann mal die hier so halb rauslocken. Stell ich mal dahin. Ja. Ist ja eine ganz anständige Kompanie hier. Gold kriegen wir ja auch weiterhin die ganze Zeit. So, ihr. Das sind drei Reichweite. Das heißt, von hier aus könnte ich die zwar beschießen, aber bleiben. Glaube ich erstmal hier, beziehungsweise wir können auch hier runter und da aushelfen, mal kurz. Oh ja, und hier, ne? Die sollten wir vielleicht nicht vergessen. Okay. Die ja, Spuckspinnen sind schlecht, weil sie uns festhalten. Noch nicht so viele Einheiten hier drüben. Bisschen was unterwegs. Okay, go. Das war hier, oder? Ja. Was, sie kommt trotzdem raus, verdammt. Nein! Nein! Aber die sind egal. Okay, die ist nicht so, die ist nicht egal. Verdammt, sie dachte man nur an, sie spuckt uns nicht und fängt uns. Soweit also so gut. Tötet du das hier? Wir könnten auch oben dann gleich reiten. Kannst du da... Das war so klar. Ist das eine der Spinnen? Holt sich mal das Loot hier. Er geht hier und wir werden das Ganze umzingeln. Ja. Genau so. Ich will da eigentlich noch nicht rangehen. Eins, zwei, drei. Ist das von hier aus? Müsste ich sie eigentlich anschießen können, oder? Ja. Die sind ja von außen aus gar nicht so schlecht vom Schaden her, die Bogenschützen. Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, da jetzt... jetzt schon vorzurücken... Würde ich gerne noch ein bisschen warten, so ihr bist da durch und ihr oder du musst jetzt mal hier massiv helfen. Ja. Denk mal die Spinne hier. Die Legionäre könnte man durch reinschicken. Ich meine, das sind nur Söldner, ja. Aber wenn, dann würde ich sie schon so reinschicken, dass es halt Sinn macht, ne? So. Ah, nee, jetzt nicht. Können wir mit ihm noch dann eine Salve abfeuern noch hier? Dann werden die schon mal raus.
Und wehe ich hier, da kommen jetzt wieder 10 hier hin und greifen uns hier an. Ich echt die Krise. Dann ist immer noch den Söldner hier noch, dich auch noch vor, so. Ja, zack. Durch die Pferde spinnen ja alles, ne? Ja. Die quasi Kavallerie. Ich finde das echt erstaunlich, wie viel Schaden der jedes Mal bekommt. Hm. Er hat natürlich viel AP, aber trotzdem. Gegen so eine olle Spinne. Weiß ich nicht. Ja, stell dich mal dahin. Das sind ja alles hier Fernkämpfer. Go. Oh, da ist sie. Die Hauptspinne. Ich bin planbehutsam offensichtlich. Auch ab. Gut. Ach, jetzt. Ja, und das... Es darf natürlich keine Kampagne von Fancy John geben, wenn es nicht irgendwo irgendwelche dämlichen Wölfe gibt, die aus dem Nichts kommen. Oh boy. Ich würde sagen, wir werden einfach hier... Ja, nacheinander die ganzen Leute dezimieren. So ein nach dem anderen. Ich mal dahin. So, du bist durch. Dass wir kommen jetzt mal hier näher, dass wir hier helfen können auf der Seite. Also das und das. Die mich ja immer noch hesitant hier reinzulaufen. Der Falter. Ah, hohe Moral, also. Es ist eigentlich grundsätzlich schlecht, sage ich mal. Wir hätten aber mit viel Beschuss fertig machen müssen. Also, du kommst da hin, kannst hier dann aushelfen gleich. Ah. Brauchen wir noch Söldner? Nicht, ich hoffe nicht. Das sind die Söldner-Jungs, ja, ja. Das. Ich kann kurz sagen, dass die schlecht die Leute beschwört, ne? Also die kleinen, meine ich, die kleinen Spinnen. Wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir unser Feuer auf sie lenken, ja? Ja, das habe ich befürchtet. Bergauf macht gar nichts. Ihr seid die guten Jungs. So, mach mal so. Da sag ich echt viel Moral. Das heißt, du gehst jetzt mal dahin und greifst die noch an. Wir werden uns mit der ganzen... Essen. Ach Gott, sind das viele Spinnen, ey. Ist echt eklig eigentlich. So, du kommst dahin. Das sind die, die am meisten Schaden machen. Ach Gott, der Kater. Nach der Folge, Charlie. Mau. Ja, ich weiß, es ist ganz schwierig alles für dich hier gerade. So, krieg noch ein bisschen von ihrer eigenen Spinnenbrut hier zu. Okay. Wenn ich so überlege, was war denn bei uns in der Hauptkampagne die Einheit, die so einzelne Riesenviecher am besten getötet hat? Eigentlich waren das die Trolle gewesen. Also die Belagerungstrolle. Bei der ist ja nicht so weit weg von der Belagerungstrolle eigentlich. Das wird halt dauern. Was soll's, ne? Und du hast ja die Heldentöter. Genau. Das ist, eigentlich ist er hier der Beste. Er ist auch ganz gut dafür geeignet, ne? So rein schadenstechnisch wahrscheinlich.
Oh ja, komm, greif da mal an und verhindert, dass sich dieses Viech heilt. Warte mal so und jetzt. Genau so, zack. Dann hat sie mich das Viech auch nicht mehr. Wir versammeln uns hier drüben zu dritt. Die zwei heilen sich dann gleich noch und dann werden wir nach Süden vorstoßen. Oh Mann. Die sterben auch nie, ne? Ah ja. Okay, das ist okay. Ja, solange sie nicht in diesen Befestigungen noch drin steht, ist eigentlich besser, ne? Ja, muss der Söldner machen, was sie machen sollten. Spinnen gegen Spinnen. Auch alle Sternlevel schon hier. Und nicht alle, aber viele. Boah, das sind so viele. Wir müssen es leider heilen hier, egal was ist. Auch dich würde ich gerne erstmal heilen, bevor wir da reinlaufen. Den guten Tang. Und seine Schildmeute. Also. Jetzt würde ich ganz gerne die Rüstung mal zerdingsen. Beschickte Rüstung. Das heißt jetzt 2. Minus 2, minus 2, minus 2. Also, normalerweise, ne? Den kriegen wir das natürlich nicht raus. Das ist ein magischer Schaden. Aber das ist normaler Schaden. Ja, mal hier unseren Mann hier rein. Der jetzt ist auch noch bedrängt, ja. Der Schadensunterschied zwischen der Riesenspinne und den anderen ist halt schon beachtlich. 54 ist schon gut. So, die haben sich bewegt. Gut. 23. Das wird leider nicht reichen in dieser Runde. Außer wir kriegen euch da noch hoch. Aber nee, wir erkunden lieber ein bisschen. 12 Runden noch. Und es gibt doch hier diverse Orte, die wir plündern könnten. Festige ich mal, aber ich meine ganz ehrlich, wir wissen alle, was mit dir nächste Runde passieren wird. Frage ist, hier wird der dann reinkommen. Ja, das geht schon noch. Komm, wir holen mal noch ein bisschen Unterstützung. So. Jetzt was mehr Infanterie. Na. Ja, rotieren auch ganz gut. Die haben auch genug Einheiten dazu. Jetzt nur irgendwie so hinkommen, dass wir die noch beschädigen können. Ich stehe jetzt auf einer Mauer auch noch, wo sie noch. Ich sollte ja aufpassen, dass unser Hauptheld nicht stirbt, ne? Aber das sind so Details, ne? Die. Ja, mit dir kommen wir auf jeden Fall nicht hin. 1, 2, 3, das würde gehen. So, war das jetzt so schlau? Das ist halt die Frage, ob das jetzt so schlau war. Wir konnten jetzt nichts mehr plündern hier drin, aber ich denke, wir haben zumindest keine Einheit mehr verloren. Und wir kriegen auch ordentlich Gold. 28 nur? Ah ne, hier. 275. Und eine Waffe. Okay. Was verderbtes Wissen? Haben wir freigeschaltet, Errungenschaft? Okay. Ja, okay. Mächtige Artefakte, Zauber der Zerstörung, Kettenblitz, Zauber der Wiederherstellung, Läutern. Ich denke, wenn ihr den Bomberadler, ja, wir brauchen Einheiten. Das ist das also, was wir erreichen wollten. Ich verstehe nichts von dem, was da geschrieben steht. Es ist alles in einer unbekannten Sprache verfasst.
Aber keine Sorge, deine allzu weltlichen Fähigkeiten haben uns bis hier gebracht, aber hier sind nun meine grauen Zellen gefragt. Mal sehen. Legen wir das Amulett zuerst auf dieses große Pentagramm mit den sonderbaren Symbolen darin. Gut, jetzt sprich mir nach. Was ist los? Das Amulett leuchtet ganz hell. Oh, das hat es also schon aktiviert. Aber, das ist nicht das... Oh nein! Ich dachte, du weißt, was du da treibst. Was geht hier vor sich? Oh. Nein. So, für die Katze gleich ganz immer, wenn ich schnäuzen muss. So. Nun, ich dachte, oh Junge, ich hätte auf Meister Krell hören sollen. Er hatte mir gesagt, dass ich noch nicht bereit sei. Noch nicht bereit? Du hast doch gesagt, dass du ein großer Zauberer gewesen bist. Kannst du den Zauberspruch nicht aufhalten? Das Amulett leuchtet immer stärker. Das kann ich nicht. Ich erkenne den Gegenzauber nicht. Ich habe auch nie behauptet, dass ich ein Zauberer bin, sondern nur, dass ich am Ritual teilgenommen habe. Ich war nur einer von Krells Lehrlingen. Er hat mir nie erzählt, wie das Ritual genau abläuft. Oh, Zeno, es hat angefangen zu schweben. Das kann nichts Gutes verheißen. Du warst was? Ein Lehrling? Du elender Lügner, du. Hey, kein Grund ausfallen zu werden. Ich habe doch nur gesagt, dass ich am Ritual teilgenommen habe. Das stimmt auch. Ich habe immerhin das Buch gehalten, aus dem der Meister diesen Ausbruch vorgetragen hatte. Ja? Hörst du diese eindringlichen Geräusche? Ich glaube, das Amulett steht kurz davor, aufzubrechen. Oh. Nun ja, ich denke, es ist vorbei. Nicht ganz der Effekt, den ich mir erhofft hatte. Du hast dein Buch gehalten? Ich kann nicht glauben, dass ich so dumm war und auf dich gehört habe. Was ist passiert? Hat es funktioniert? Ja und nein. Ich glaube, es wurde tatsächlich ein Portal in die Schattenwelt geöffnet, nur nicht hier. Lass mich mal sehen. Verstehe. Sieht ganz so aus, als ob das Portal an dem Ort geöffnet wurde, an dem Krell zum ersten Mal Keldonia betreten hat. Und wo soll das sein? Farreach. Oh Gott. Ja. Das Portal hat sich in Farreach geöffnet. Was für ein lustiger Zufall. Tut mir leid. Aber wenn du irgendwo ein offenes Portal ist, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf der anderen Seite darauf aufmerksam wird. Wir sollten uns dorthin begeben, bevor Horden von irgendwas jedes Lebewesen auslöschen, auf das sie treffen. Findest du das nicht auch, ja? Deine unfassbare Unfähigkeit ist der Grund dafür. Du bist verantwortlich dafür, dass die Leute dort in Gefahr sind. Meine Güte, ich sag doch, es tut mir leid. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Zeit für sowas. Wir müssen dorthin gehen und aufhalten, was auch immer durch das Portal treten mag, bevor es zu spät ist. Etwas Gutes hat die Sache, aber nachdem das Amulett jetzt aktiviert ist, kannst du seine Magie für dich nutzen. Ist das nicht fantastisch? Okay. So, wir haben ja dich dazu bekommen. Du bist tatsächlich noch nicht ausgebaut, wir können dich aber ausbauen. Entweder zu einem Feuerbombenadler. Oder zum Adler-Schleuderschützentrupp. Das ist Belagerungsschaden. Keine Eroberung. Fliegen. Bombardement, der fliegt zum Ziel und wirft der Bomben ab und kehrt zu ihm. Okay. Ich denke, der ist wahrscheinlich besser. Hält auch sehr viel mehr aus als der hier. Bombardler war nicht ganz gut immer, als wir gegen sie gekämpft haben. Deswegen machen wir die Bombardler hier. So. Ja, ich schaue mal wieder mal nach, ob wir vielleicht doch Rekruten haben. Amulett der Macht haben wir erhalten. Was macht das denn? Schaden gegen Dämonen plus 100%. Das ist natürlich sehr speziell, aber... Ich meine, wieso nicht, ne? Mal auch das hier... Okay. Scheint auch tatsächlich nur ein Einsatz zu sein, den wir hier auswählen können. Der östliche Weg. Da ihr eine Invasion aus den Schattenwelt befürchtet, versucht ihr eiligst das geöffnete Portal in Farreach zu erreichen. Nicht so niemand darf euch aufhalten. Dann würde ich sagen, versuchen wir das mal. Beziehungsweise ich sag dann quasi jetzt schon mal Tschüss. Für diese Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge mit der nächsten Mission am östlichen Weg. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao, euer Thorn.